Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum JFD Trading TV. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Mayl und ich möchte mit Ihnen heute Trading-Chancen beim Goldpreis besprechen. Der Goldpreis hier dargestellt im Tageschart. Und ja, was hier aus meiner Sicht auch sehr beeindruckend ist, ist nicht nur der steile Anstieg seit Dezember. Dieser ja, Rounding Bottom, also eine sich einrundende Konsolidierungsformation, die dann nach oben verlassen wurde und ein entsprechendes Bodenbildungs- respektive Kaufsignal generiert hat. Beeindruckend ist auch nicht, dass der Goldpreis relativ zügig über 1191 Punkte, also das damalige Zwischenhoch aus dem Oktober, ausgebrochen ist und bis an den Widerstand bei 1265 Punkten hat ansteigen und später diesen auch durchbrechen können. Nein, das Beeindruckende finde ich, und das macht mich im Goldpreis auch sehr bullisch, ist die Tatsache, dass wir in den vergangenen Tagen zum einen eben diesen steilen Anstieg erlebt haben, aber es in der Folge dieses steilen Anstiegs, das heißt also ab dem Hoch vom 11. März, zu keiner größeren Korrekturbewegung gekommen ist. Im Grunde genommen hat sich der Verlauf zunächst wie ein Dreieck dargestellt. Anschließend ist der Goldpreis unter die hier grün eingezeichnete Aufwärtstrendlinie eingebrochen. Aber auch dieses tendenziell bärische Signal hat nur dazu geführt, dass wir von etwa 1240 runtergegangen sind in den Bereich um 1208 US-Dollar. Das heißt also, der Goldpreis ist auf einem sehr no hohen Niveau, obwohl er in der Phase vor dieser Korrektur eben schon sehr, sehr stark gestiegen ist. Es hätte also durchaus eine wesentlich tiefer gehende Korrektur in den vergangenen Tagen geben dürfen, auch ohne dass der Aufwärtstrend dadurch gefährdet würde. Das heißt, die Käufer sind relativ früh schon im Markt. Es wird oberhalb von 1200 US-Dollar zugegriffen und das zeigt sich eben auch an der Entwicklung der vergangenen Tage, die sich wiederum in Form eines Dreiecks gestaltet. Das heißt also, wir haben eine fallende Nackenlinie und auf der Unterseite leicht ansteigende Kurse, eine Verengung des Kursverhaltens bzw. des Anlegerverhaltens entsprechend, das heißt also Positionen für prozyklisch Long werden aus dem aktuellen Kursgeschehen eher nach oben hin verlagert. Die Shorties verlagern sich auf die Unterseite und aktuell ist eben zu sehen, dass auf der Unterseite noch nicht einmal die Unterstützung bei 1200 US-Dollar angelaufen wurde, sondern der Markt jeweils bei 1208 US-Dollar in den vergangenen Tagen wieder hat oben nach oben drehen können. Was die Goldbullen jetzt ins Auge fassen, ist die hier rot eingezeichnete Abwärtstrendlinie, die seit dem Verlaufshoch vom 11. März Bestand hat und ja, die es zunächst zu überwinden gilt. Das wäre jetzt aus meiner Sicht noch nicht das eigentliche Kaufsignal. Das eigentliche Kaufsignal ist der Ausbruch über das Zwischenhoch bei 1236,8, das heißt also ab Kursen von 1237,50 etwa wäre die kurzfristige Range nach oben durchbrochen und dann gibt es noch einen internen Widerstand bei 1245 etwa. Und sollte dieser ebenfalls überschritten werden, dann würde sich ein prozyklisches Kaufsignal ergeben und der Goldpreis könnte entlang der Unterseite einer früheren Aufwärtstrendlinie oder besser gesagt einer der Unterseite einer ja, Zwischentrendphase in Richtung des früheren Verlaufshochs bei 1263 ansteigen. 1265 ist wie gesagt nochmal ein wichtiger Widerstand, den es dann ebenfalls zu durchbrechen gilt. Sollte das gelingen, mit einer vorhergehenden kurzen Korrektur eingeschlossen, dann kann sich der Goldpreis an das Verlaufshoch orientieren. Das heißt also in Richtung 1283,90 klettern. Das wäre für den kurzfristigen Verlauf
Ja, wären das die Zielmarken auf der Oberseite. Mittelfristig kann es auch durchaus zu einer Rallye-Beschleunigung kommen, zum Beispiel dann, wenn diese hier gestrichelt eingezeichnete Trendlinie, die aktuell im Bereich von 1255 US-Dollar verläuft, mitsamt dem Widerstand bei 1265 nach oben durchbrochen würde. Dann könnte also der Goldpreis sehr dynamisch anziehen, und zwar in Richtung des gebrochenen Aufwärtstrends, der grün eingezeichnet ist, und hätte dann ein Kursziel bei 1307 US-Dollar. Mittelfristig wäre der Ausbruch über diese 1307 US-Dollar-Marke das nächste große bullische Signal, und dann hätten wir bereits Kursziele im Bereich um 1330 und 1345 US-Dollar. Stops für einen solchen Ausbruch jetzt im kurzfristigen Bild über 1245 sollte man im Bereich von 1205 US-Dollar, also knapp unter die Verlaufstiefs der aktuellen Korrektur legen. Selbst damit wäre nämlich dann der potenzielle Anstieg in Richtung 1283 unterbrochen, und wir würden nochmals einen kleinen Ausflug in Richtung 1200 und 1191, gegebenenfalls in Richtung 1180 Punkte fahren. Und damit würde sich die Korrektur eben entsprechend ausdehnen und es dann wieder zu einem Einstiegspunkt kommen, für den Fall, dass die 1180 hält und wir anschließend über 1200 ausbrechen. Bärisch wäre aus meiner Sicht aktuell erst für das übergeordnete Bild, wenn der Goldpreis unter 1140 US-Dollar etwa einbricht. Davon sind wir natürlich aktuell noch sehr, sehr weit entfernt. Das nur für die strategisch long positionierten und die Positionstrader unter Ihnen. Unterhalb von 1140 ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir bei 1283 ein mittelfristiges Hoch gesehen haben und der vergangene Abwärtstrend wieder aufgenommen wird. Ein erstes Ziel unterhalb von 1140 wäre dann der Bereich um 1075 bis 1050 US-Dollar. Aber wie gesagt, trotz aller Korrektur- und Seitwärtsbewegung, der Goldpreis könnte kurz vor einem Ausbruch nach Norden stehen, und das entsprechende Einstiegsniveau wäre im Bereich von 1245 US-Dollar mit einem ersten Kursziel bei 1265. Ja, damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen wie immer einen erfolgreichen Handelstag.